Hallo zusammen, ich hier ist wieder Chilla und schon wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute mal den ersten Mount Guide aus dem neuen Addon präsentieren. Und zwar haben wir uns hier eine schicke Kröte rausgesucht, die ich auch schon mal eigen nennen kann. Das Mount schimpft sich Waldschlucker. Und wo wir das herbekommen können, will ich jetzt euch mal zeigen. Das kriegen wir nämlich zu 100% von einem Rare. Und zwar befindet sich der Rare im Adenwald. Hier ist er auch gerade schon gespawnt. Hier haben wir nämlich Riesig heißt der. Oder Riesig, wie man es auch gerne aussprechen mag. Dieser Rare droppt zu 100% das Mount, wenn man ihn tötet. Der hat jetzt bei mir hier 589k Life. Man kann den alleine umhauen, muss es aber nicht. Ich werde hier auch gerade schon eingeladen. Ich habe das Mount natürlich schon. Und diesen Rare, da muss man nicht auf den Spawn warten, oder kann das natürlich auch machen, sondern diesen Rare kann man beschwören über ein bestimmtes Item. Was für ein Item brauchen wir? Und zwar, ich habe da nämlich ein schönes Addon, das zeigt uns das auch. Wir haben nämlich ein Item, das schimpft sich ungewöhnlich großer Pilz. Und diesen ungewöhnlich großen Pilz, den muss man einsammeln und kann den zu einem, ja, Erdhaufen bringen, der sich hier. Jetzt ist der Mob natürlich gerade da, aber der sich normalerweise unter dem Mob befindet. Und zwar sind wir hier auf den Koordinaten 32, 31, hier oben im Adenwald. Und im ganzen Adenwald und anscheinend auch in den Dungeons kann dieser Pilz droppen, den ihr braucht, um quasi den Mob zu beschwören. Ungewöhnlich großer Pilz heißt der. Das Tricky an der Geschichte ist, wenn ihr diesen Pilz gelootet habt, dann habt ihr 20 Minuten, also habt ihr 20 Minuten Zeit, den hier einzusetzen. Wenn ihr das in der Zeit nicht schafft, dann verschwindet das Item und ihr habt quasi Pech gehabt. Also müsst ihr schauen, dass sobald ihr dieses Item lootet und auch vielleicht ein bisschen drauf gucken. Ich habe es hier im Laufe des Durchquestens auch schon einmal gehabt und habe dann gesehen, erst das hatte noch 4 Minuten. Also da muss man tatsächlich ein bisschen aufpassen, dass man es nur rechtzeitig rauslootet. Einfach hier hingehen, draufklicken, Boss beschwören, umhauen und jeder kriegt das Mount. Also wirklich jeder in der Gruppe oder auch wenn ihr nur hingeht. Ich habe ihn zum Beispiel hier gesehen, habe ihn einfach angezeigt, umgehauen und hatte das Mount. Genau, das war es soweit. Wir können uns jetzt einmal noch dieses Emote angucken. Und zwar, wenn wir jetzt hier den Frosch die Tab-Taste drücken, dann fliegt hier so eine kleine Fee außen rum. Und nach ein paar Sekunden, zack, schnappte sich das und futtert das Viech. Sieht auf jeden Fall ganz nice aus. Und ja, wieder ein Mount mehr in der Liste. Gut, ich zeige euch nochmal die Map. Hier oben sind wir. Und das Addon, wo ich hier habe, heißt übrigens Tomcat Tours, falls ihr auch die Rares auf der Karte angezeigt haben wollt. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachspielen und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Euchela, bis dann, ciao.